Was klappt, Mensch? Willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Wir sind immer noch dabei, etwas mehr über diesen Heinz herauszufinden, den hinkenden Banditen. Der Pfarrer hier, mit seinem scheiß Schweigegelübde, will ja uns nichts erzählen. Und weil wir jetzt mit ihm uns nicht besaufen wollen, sondern eher unsere Arbeit machen, haben wir jetzt kein Vertrauen zu denen gefunden, konnten dadurch nicht was aus ihm rausbekommen. Dementsprechend müssen wir uns hier rumfragen. Ja. Gehen wir mit dem hier. Gott sei mit dir. Los zusammen! Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Herr Hanusch, trägt das einem Grünspan wie dir auf? Tja, was kümmert's mich? Frag. Was haben die alle gegen mich? Ich bin doch gar nicht so scheiße, wie die alle denken. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hab ihn in letzter Zeit nicht oft gesehen. Nicht mal im Wirtshaus. Und dann taucht er gestern in der Kirche auf. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? War, glaube ich, nicht zu Haus. Warte. Soll das heißen, er hat... Jesus Christus. Das ist der gleiche Dialog wie mit dem... Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Soweit es mir bekannt ist, hat er keine Verwandtschaft. Hab ihn nie mit wem gesehen. Okay, na gut. Das ist alles. Danke. Der bringt dir jetzt nicht viel. Weiß der was? Gott sei mit dir. Nehme mal nicht an. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hahn. Natürlich, frag gut. Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Er war ein Säufer und immer auf eine Rauferei aus. Keiner hat ihn gemocht. Aber so ein Ende würde ich niemandem wünschen. Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Er war ein Eigenbrötler. Hatte nicht mal in der Schenke Freunde. Ja, alles Dialoge, die wir schon haben. Weißt du, vielleicht ist der Vogt noch etwas hinzu darüber. Gelobt sei Jesus Christus. Gut, Wien verrät mir nicht, wer Heinz Spießgesellen waren. Ich komme nicht weiter. Ein Bier. Wie ich bereits sagte, hier kam ihn niemand besuchen. Hände. Wenn er jemanden traf, dann irgendwo anders. Aber wo? Ja, bitte sehr. Ich kann nicht das ganze Land absuchen. Ich könnte in Kuttenberg enden. Möglich. Dort könnten sie Aufzeichnungen über diese Ratte haben. Aber vielleicht musst du gar nicht so weit gehen. Ich erinnere mich jetzt. Einmal prahlte er damit, einen Eintrag in Rattei zu haben. Eventuell steht dort, wer damals mit dabei war. Danke für die Hilfe. Also, wir müssen zurück nach Rattei. Wichser. Zapf mir ein Bier. Können wir was kochen? Nee. Aber wir essen mal aus dem Topf was. Haben wir uns verdient. So. Aber ich würde gerne nochmal zum Schreiber gehen. Mir ein paar Büchlein kaufen. Auch wenn es Abend ist. Die zu lesen, um unsere Lesefähigkeit zu verbessern. Tut doch was, mein Gott, da drüben! Schade. Okay, bei Nacht geht das also nicht. Mein Gott, da drüben! Tut doch was, mein Gott! Guten Tag, wie kann ich helfen? Ach, jetzt geht's. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch. Natürlich! Okay, geht das alles. Das ist alles. Alles klar, gut. Dann Gott machen wir es jetzt. Ab nach Rattei. Oh, ich glaube, das ist das Zeichen für das mit der Stehenden gestohlen sind.
Rowena kennt uns keiner. Scarlet. Neue, was sind mir so? Na, Ratai. Ja, ab nach Ratai, würde ich mal sagen. Hoffen wir mal, dass uns nicht Banditen über den Weg laufen. In der Nacht, aber es ist nicht gerade unwahrscheinlich. Aber bisher sieht es gut aus. Ah, ich würde erst sagen, wenn wir in Ratai sind, hauen sie erstmal hin, oder? Gehen wir zur Dings. Oder wir reden erstmal noch mit dem einen Typen da. Aber es ist Nacht. Ja, dann müssen wir es eh hinhauen. Und dann. Ist gut. Was ist denn jetzt los? Oh, hat der jetzt gestoppt? Oh, wollen wir uns jetzt schon wieder anhalten von wegen, du bist ein scheiß Dieb und so. Wir haben doch jetzt gar nichts geklaut. Oh. Ich hab nicht mal Diebesgut in meinen Taschen. Was wollen die eigentlich von mir? Bleib stehen. Ich muss dich durchsuchen. Was ist jetzt? Ja, ich mach doch gar nichts. Was ist los? Sicherheit geht vor. Ja, dann mach doch. Ah, nur zu. Nichts. Na gut, du kannst weiter. Ja, danke. Sind jetzt eh hier. Dann gehen wir mal zum Hof da hinten. Schlafen da, es ist ja eh morgen. Da schlafen wir ein paar Stündchen. Und dann ist, ach gut. Und dann reden wir mit dem Schreiber in Dings. Ratai. Schauen in den Chroniken nach, ob da was darüber steht. Ja. Dieser ein kleiner Auftrag da mit dem Neuhof, das war immer so eine Mini-Quest, aber anscheinend ist das umfangreicher als gedacht. Schlafen und speichern. Fünf Stunden Energie, 100. Ja, würde ich sagen. Ist 9 Uhr, dann sollten die aufstehen, die Leute. Das sollte dann machbar sein, dann mit dem Schreiber zu reden. Wir hatten doch hier... Den sollen wir mitnehmen. Heilige Maria! 7. Agilität brauchen wir dafür. Und für das brauchen wir auch 7 Agilität. Wir haben Agilität 4. Nicht durch rennen, nehme ich mal an. Aus dem Topf essen. So, dann machen wir es erstmal ab in die Stadt. Und wir sollten ja eigentlich schon mal mit Dings reden. Theresa. Tagsüber wollte ja mit uns mal rausgehen. Dann machen wir das, wenn wir das erledigt haben mit dem Schreiber da. Haben wir ein paar Informationen gesammelt. Das dürfte dann erstmal reichen, dann gehen wir mit Therese ein bisschen was machen. Weil der schulden wir immer noch was. Und Schulden wollen wir uns nicht leisten. Schulden sind teuer. Auch wenn es keine richtigen Schulden sind, wo wir es bezahlen müssen. Tag. Thank you.
Ach, das fängt über uns. Nehme ich mal an. Das ist der Vogt. Oder ein Zwerg, das kann ja auch sein. Schreiber. Gott sei mit dir. Schlaf nicht so lang, hier. Ich muss mir die schwarzen Chroniken ansehen, Friedrich. Und ich brauche eine Schmerzlinderung. Herr, erbarme dich meiner. Was kann ich für dich tun, außer einen Geistlichen zu holen? Ich sterbe ja nicht. Kann nur nicht aufstehen. Tut mir leid, aber ich bin den Mördern aus Neuhof auf der Spur und brauche die Namen derer, die mit dem hinkenden Heinz aus Uschütze verurteilt wurden. Ich erinnere mich nicht. Sobald ich etwas niederschreibe, ist es vergessen. Diese Namen sind äußerst wichtig. Kann ich dir irgendwie helfen, damit du wieder an die Arbeit gehen kannst? Solange ich nicht aufstehen kann, wird das nichts. Konjasch, der Apotheker, hat eine Salbe. Doch sie kostet ein Vermögen. Mhm. Wenn du mir eine bringst, kann ich vielleicht mehr tun. Gut. Na gut. Alles klar. Ich besorge dir welche. Hab dich wohl. Wir haben ja ein bisschen Geld. Ich sehe direkt unten an. Kann ich auch mal machen. In der Öffentlichkeit. Die Anzeige ist wegen Erregung öffentliches Ärgernisses. Ich glaube aber nicht. Ja, saftige Gurken, ja. Hab ich in meiner Hose. Gelobt sei Jesus Christus. Friedrich, der Schreiber, braucht Salbe für seine Gelenke. Schon wieder? Er hat erst kürzlich welche geholt. Er muss sparsamer sein. Ich habe ihm gesagt, er soll nicht zu viel nehmen, sonst bekommt er noch... Ach, was soll's. Je älter er wird, desto törichter. Hat er dir gesagt, dass sie teuer ist? Du kannst dich gerne umsehen. Gott behüte dich. Das wäre eigentlich... So was mal zu kaufen. Was bringt das? Ah, Rezepte, das ist sinnvoll. Rezept für die Salbe. Ah, da ist er. Einmal. Kann ich ihm was verkaufen? Brandwein, wir werden eh nicht viel trinken. In den Warenkorb, die können wir verkaufen. Fackel brauchen wir noch. Kann man beim anderen mehr. Können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Die kann man beim anderen, müssten die mehr geben. Behalten wir mal. Können wir auch wegmachen. Ich glaube, behalten wir ebenfalls. Ja. Warenkorb prüfen. Reden wir über den Preis. Warum nicht?
Wie wär's damit? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. So teuer ist die Scheiße. Ja, das sollte passen. Okay. Lass uns handeln. Jawohl. Und was ich ihn jetzt verkauft habe, hat er auch alles bekommen, oder wie? Ich musste trotzdem noch 1000 Euro drauflegen. Ernsthaft? Ernsthaft? Alter, das war teuer. Nee, ich wollte zum Waffenfuzzi da. Brot und Gebäck, frisch aus dem Ofen. Greif zu. Karotten und Äpfel, ein wahrer Hochgenuss. Rüstmeister. Gott sei mit dir. Ja, ja. Lass uns haben. Der Gott über dich wach. Verkaufen. Das ist kaum noch was. Das ist bitter. Auch rein, ja. Falschen, aber noch ein bisschen. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir es. Was sagst du dazu? Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Okay. Du ziehst mir hier die Haut ab. Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Ich wusste, wir werden uns einig. Bisschen mehr. 10 Groschen mehr, als wir eigentlich bekommen würden. Ach ja. Hätte besser laufen können, aber gut. Wir sollten uns nicht beschweren. Wir haben jetzt echt viel ausgegeben für das ganze andere Zeugs da drumherum. Viel Gesundheit. Aber jetzt haben wir Ritterschnaps, sie haben Gegengift, das ist auch gut. Da hast du deine Salbe. Und du hattest recht, sie ist nicht billig. Ich weiß, Junge. Aber wir haben ja auch ein paar Waffen, die wir später verkaufen können. Dürfte ich einen Blick in die schwarzen Chroniken werfen? Nun, eine Hand wäscht die andere. Komm, und ich zeige dir unsere schwarzen Chroniken. Das ist wahrlich eine Wundersalbe. Ich meine, wir haben ja zwei, drei Langschwerter, die haben zwei, drei Kurzschwerter, die wir alle nicht benutzen können. Der Glaube ist der beste Heiler. Weil die alle noch zu gut für uns sind. Allein beim Gedanken an die Linderung geht es mir besser. Von daher. Und einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Komm mit, gehabt dich wohl. Aber eigentlich, Moment mal. Kann man eigentlich mal gucken. Das haben wir aktuell. Wir haben ja verschiedene Dinger. Langschwerter und sowas. Da können wir eigentlich mal gucken, welche von denen die besten sind. Da können wir die schwachen verkaufen. Wisst ihr, was ihr meint? Um auch noch ein bisschen was zu bekommen dadurch. Öffnen. Gott behüt dich. Hey, ich kann auch lesen. Muss jetzt ein bisschen umgucken. Ah. Das ist das.
Okay, sind eher kleinere Bücher, wie es scheint. Also dann behalten wir aber halt mal so ein bisschen so ein kleine. Alles klar. So. Haben wir das rausgefunden? Wo müssen wir jetzt. Oh. Bring ich habe dazu, dir zu helfen. Wie ist das Leben in Rathai? Das Leben ist gut. Gott hat gefügt, dass der Krieg uns bisher verschont. Abgesehen von den Flüchtlingen ist es friedlich hier. Der Will lebt seinen Lippen nicht mehr. Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Man sagt, wo sie auch hinkommen, plündern, schänden und metzeln sie. Natürlich macht das jede Armee. Aber warum soll denn das helfen? Barbaren lieben die Grausamkeit geradezu. Dürfte ich einen Blick in... Nun, eine Hand... Das ist wahrlich... Der Glaube ist der Beste. Gehab dich wohl. Ihr habt mir schon jetzt, habt mir jetzt geholfen. Ja. J. Moment. Moment, damit soll es kommen. Könntest du etwas für mich nachschlagen? Ich kann nämlich nicht... Geht einfacher. Du kannst nicht lesen, wie? Also, wonach suchst du? Ich versuche, die Halsabschneider von Neuhof aufzuspüren und brauche die Namen der Spießgesellen vom hinkenden Heinz aus Uschitze. Hm. Lass mich nachsehen. Mach's gut. Irgendwie gibt das keinen Sinn. Ich kann doch lesen. Warum soll ich denn die Kack nicht verstehen können? Ach, was weiß ich. Ich glaube, ich gehe eher hier drauf. Wenn ich schon mal sprinte. Innerhalb von einer Stadt muss das doch eigentlich gehen. Dauert das einen Moment oder? Ah, scheint es gefunden zu haben. Reden. Also, hast du den hinkenden Heinz im Buch gefunden? Ja. Neben Heinz ist von Anton aus Vlaschim und Hinek aus Ledetschko, genannt Stinker, die Rede. Ledetschko? Das ist einen Katzensprung entfernt. Oh ja, gewiss näher als Vlaschim. Danke für die Hilfe. Danke für die Salbe. Kein Ding. Alles klar. Dankeschön. Mach's gut. Hätte man ja auch nicht selbst rausfinden können, ne? Meine, ich kann ja lesen. Du bist ein Ratmann. So, jetzt würde ich sagen. Ab hierhin. Die Folge halt ein bisschen länger, aber ich hoffe, das stört nicht wirklich. Machen wir was mit Theresa. Ne? Sind jetzt ja belesener Mann, haben uns jetzt ja hier so ein bisschen die Arbeit gemacht heute, ne? Haben Geld ausgegeben. Ich mach ein bisschen mit Theresa, oder? Aber erstmal wollte ich noch schauen. Ach, da bist du ja schon. Ich wollte immer schauen, welches Schwert jetzt das Beste ist. Also Langschwert ist jetzt eher... Wir lassen uns ein Langschwert da. Also, das macht 48, 48, 69. Das andere hier, 46, 46, 2, Verteidigung hat das aber mehr.
Das Haltbarkeit, es hat eine geringere Haltbarkeit. Das macht ein bisschen mehr Damage, aber... Ja. Charisma 12, Charisma 11, 74, 88. Das ist halt bis auf bei Charisma und die beiden Schadendinger... Ist es halt... besser. Verteidigungsmäßig, haltbarkeitsmäßig. Es ist auch mehr wert. Und zwei Schaden, ob das jetzt so viel ausmacht, ist halt jetzt die Frage. Wenn wir sagen, dann nehmen wir das mit. Können wir es reinlegen? Warte. Moment. Inventar. Die Bücher. Können wir da reinhauen. Was ist das denn? Ach, ein Kurzschwert. 48, 48, 5. 69. Ah. Ich bin ein Vollidiot. Inventar ist noch eng. Die in das Schwert. Nee. Hier. Ein Jagdschwert. Agilität 6. Das können wir eigentlich auch verkaufen. Die beiden Dinger gebe ich dem jetzt. Diesen Geld zu machen. Wo ist denn der Müller jetzt hin? Um das Geld wieder wegzumachen, was wir ausgegeben haben heute. Da ist er. Wir reden. Gott schütze dich. Lange nicht mehr gesehen. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Oh, okay, das kann ich gerne mal nicht verkaufen. Alles klar, dann machen wir das später. Aber wir haben anscheinend ein Buch, was wir nicht gelesen haben. Sonstiges. Quest. Nahrung. Rüstung. Waffen. Ich sehe das gar nicht. Das wird mir gar nicht angezeigt. Ah ne, das war die Werkzeug. Och, ich bin dumm. Sorry, ich bin dumm. Oh. Es wird immer das angezeigt, was man dem kaufen kann. Ich habe hier Dinge. Oh, ich bin Kernbehinder. Tut mir leid. Sorry, Leute. Sorry. Ja. Wir sehen, was wir da machen. Heu ist nicht böse zu sein. Ne? Wo ist es? Das Knappenschwert in den Warenkorb. Den Kuman kann ich ja auch eigentlich erstmal wegtun. Und das Ritterschwert. Rein da. Kaufe eine Schatzkarte. Erstmal machen wir das. Falschen. Reden wir über den Preis. Ja? Ach so, erhalte. Machen wir mal 140. In Ordnung. Oh. Ja, easy. Gut. Theresa, Schätzelein. Lass mal was hier hinten. Irgendwo. Da hockt sie. Nein, wir knacken jetzt keine Schlösser. Also, dass ich so wirklich schneller bin, habe ich das nicht so wirklich mitbekommen. Oder? Es geht. Aber. Hallo. Solltest du dich nicht ein wenig zurecht machen? Ja. Gut, ich gehe mich ein bisschen waschen. Mann. So sehr stinke ich doch gar nicht. Aber. Bin ich schon mit. Ah, ne. Das vergesse ich wahrscheinlich. Ne, ich lasse es lieber. Ich bin jetzt so fett, Fetter durchzulaufen. Also?
Wollen wir spazieren gehen? Du gibst nicht auf, was? Lass mich nachdenken. Ich habe zu viel zu tun, aber gerne ein andermal. Komm einfach die Tage wieder vorbei, ja? Wie die verehrte Frau wünscht. Du Schelm. Ich glaube, wir brauchen wirklich erstmal ein Geschenk. Dumme Foot. Dann würde ich sagen, war's das doch für diese Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.